der Alex für Voice of CNC weiter auf der EMO 2025 für euch unterwegs, jetzt am Stand von Cup Niles. Und neben mir darf ich Herrn Schneider und Herrn Schimmel begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen für uns Zeit haben. Und meine erste Frage natürlich direkt, was sehen wir im Hintergrund und was ist das für eine Maschine, was kann sie und warum haben Sie die mitgebracht auf die EMO 2025? Ja, schönen guten Morgen. Wir sehen hier unsere neueste Maschine, die KNG 5P Expert. Das ist eine Verzahnungsprofilschleifmaschine für einen Durchmesser oder Werkstückdurchmesser bis zu 600 mm. Modul 25 ist maximal möglich und Verzahnungslängen von 675 mm können auf dieser Maschine bearbeitet werden. Klingt ja erstmal schon groß, gigantisch. Was war der ausschlaggebende Grund, dass Sie auf der EMO stehen? Ja, die Maschine ist die konsequente Weiterentwicklung unserer bestehenden Maschinenbaureihe ZE. Das ist eben die Maschine weitergedacht, weiterentwickelt. Genau. Wenn Sie sagen, sie wurde weiterentwickelt, weitergedacht, was an Erneuerungen, was an Erweiterungen haben Sie in die Maschine eingebracht? Ja, wir haben ganz viel Fokus auf Verbesserungen gelegt, wie Ergonomie, aber auch bei Funktionalität, wie der Leistung, der Spindelleistung, des Arbeitsraums und so weiter. Da wird aber der Herr Schimmel dann, denke ich mal, im Nachgang nochmal detaillierter drauf eingehen. Technische Details sind ja immer wichtig und auch für euch da draußen. Herr Schimmel, ich würde sagen, können wir uns das direkt angucken? Ja, na klar. Also herzlich willkommen nochmal von meiner Seite, Alex. Schön, dass du heute mit deinem Team hier am Stand bei Cup Niles bist. Dankeschön. Technische Details. Die Maschine, wenn wir sie uns von außen betrachten, fällt auf am markantesten, dass wir hier die neue Cup Niles Designsprache umgesetzt haben. Wir haben 2018 das erste Erzeugnis in dieser neuen Designsprache vorgestellt, die KNG 350. Und jetzt hier auch dann eine Profilschleifmaschine ebenfalls mit überführt in dieses Shell & Core Design. Auffällig hierbei ist ja, dass wir die anthrazitfarbene Bedientür haben mit dem rubinroten Streifen. Und ja, das ist, denke ich mal, jetzt das Allermarkanteste von außen betrachtet im Vergleich zur ZE. Mhm. Wer die ZE kennt, unsere Kunden kennen die ZE sehr gut, denke ich, doch ein deutliches Unterscheidungsmerkmal dann darstellt. Die ZE hat uns ein großes Erbe auferlegt, will ich es jetzt mal nennen, in der Produktentwicklung. Und zwar ist es die große Zugänglichkeit, die Ergonomie, generell die Bedienfreundlichkeit. Und wenn wir jetzt von außen da mal rangehen, ist es einfach die große Sicherheitsscheibe, der große Zugang, der Blick in die Maschine, welcher doch ganz wichtig ist für unsere Kunden dann auch in der Betrachtung des Prozesses, auch in der Maschine. Wir haben den Schaltschrank ausgeführt jetzt mit der Xenomeric One, die Maschinensteuerung in Verbindung eben mit dem großen Touchscreen und der Maschinensoftware, die wir dann darauf laufen lassen, macht das, denke ich, alles einen sehr, sehr stimmigen Eindruck jetzt bei dem Erzeugnis hier. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal für mich mit, das ist eine konsequente Weiterentwicklung und es sind auch ganz viele, Kundenwünsche oder Rückläufe, also Feedbacks von den Kunden eingeflossen, weil Sie hatten ja gerade angesprochen, größere Scheibe, dass ich einen besseren Blick auf die Bauteile habe. Das heißt, das nimmt Cup Niles alles mit und fügt das dann konsequent auch in die Maschinenentwicklung mit ein. Ja, absolut. Also wir müssen das auf jeden Fall beibehalten, weil das ja auch ganz entscheidend ist für die Anwendung, für den Kundenkreis und ich denke auch für den Erfolg des Erzeugnisses dann am Ende, dass wir hier nicht schlechter werden in der Bedienbarkeit der Maschine, sondern eher in Perspektive sogar besser. Ja, absolut. Von der Bauteilgröße hatten wir ja gerade schon mal gesagt, sind wir eher im etwas größeren Bereich. Haben wir einen Branchenschwerpunkt oder ist das universell einsetzbar? Also wie auch die ZE-Baureihe ist auch dieses Erzeugnis tatsächlich als sehr flexibel, universell einsetzbar in den unterschiedlichsten Marktbereichen zu sehen. Vom Industriekunden, der Getriebefertigung durchführt, bis hin zur Windkraft. Allerdings auch in der Ausprägung haben wir die ZE abgesetzt, schon im Bereich Automotive und auch Luftfahrt. Da ist die Maschine perfekt auch ebenfalls für geeignet. Das ist eigentlich als eierlegende Wollmilchsau, aber als sehr, sehr flexibel ausgerichtetes Produkt dann eben auch designt worden. Was mich jetzt natürlich interessiert und euch vielleicht auch da draußen, auf der Messe haben wir ja schon ganz viel über Automation gesprochen. Deswegen auch direkt die Frage an Sie beide. Inwieweit lässt sich auch die Maschine automatisieren? Also ganz klar ist diese Maschine automatisierbar. Wir haben für die Messe, können wir uns ja gleich mal angucken, hier extra eine Öffnung schon mal mit reingebaut, die später auch die Dimension darstellt, in der wir diese Maschine
werkstückseitig automatisieren können. Wir können bei der 5P, wie wir sie hier heute ausgestellt haben oder heute auch sehen, Werkstücke bis zum Außendurchmesser von 500 mm beladen. Als Bauteillänge sind wir dort auch sehr, sehr weit nach oben gerutscht mit 1100 mm. Ganz klar, Räder und Wellen sind an dieser Stelle beladbar über beispielsweise einen Roboter oder ein Portal. Das klingt fantastisch. Und damit haben wir ja auch das Thema Varianz und Produktivitätssteigerung, wenn wir natürlich die Maschinen automatisieren können, was natürlich nur die Konsequenz ist der Weiterentwicklung. Thema Ergonomie ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch für euch da draußen. Herr Schimmel, das würde ich mir gerne etwas näher angucken. Ja klar, auf jeden Fall. Das zeigen wir natürlich sehr, sehr gerne. Ich würde vorschlagen, Herr Schneider, wir starten einfach mal jetzt mit der großen Bedientüröffnung, dass Sie das halt einfach mal jetzt kurz mal durchmoderieren. Genau, vielen Dank. Ja, hier sieht man schon den großen Einstieg in die Maschine. Also der Bediener kann wirklich ganz nah an das Werkstück herantreten. Das erleichtert die Rüstbarkeit der Teile immens eben. Dann haben wir zusätzlich einen Kraft- oder einen Reitstock, wo man die Spannkraft adjustieren kann, also von 200 Newton bis 2000 Newton. Aber auch fürs leichte Beladen von großen Wellenteilen kann der Reitstock manuell abgeklappt werden, also weggeschwenkt werden aus dem Arbeitsbereich. Das klingt tatsächlich in einer großen Arbeitserleichterung, wenn ich den Reitstock einfach wegklappen kann. Finde ich natürlich total praktisch. Genau. Was für Features können wir sonst noch sehen? Ja, wir sehen neben den Funktionen, dass der Bediener eben sehr nah in der Maschine steht, einen sehr cleanen, aufgeräumten Arbeitsbereich. Also keine offenen Kabel, keine Schläuche, die in der Maschine zu sehen sind, wo sich auch wieder Spänennester bilden können. Wir haben zudem einen schwenkbaren Abrichter. Der Abrichtarm schwenkt zum Abrichten in die Maschine ein und schwenkt dann, wenn er fertig ist, wieder aus dem Arbeitsbereich heraus, was eben die Rüstbarkeit der Scheibe wiederum erleichtert, aber auch den Arbeitsbereich vergrößert, da wir keine Kollisionsgefahr haben. Also ich sehe, da wurde einiges getan, damit euch da draußen die Arbeit leichter von der Hand gehen kann. Ja, wir haben schon über viele Änderungen gesprochen, vom Arbeitsraum, in Summe über das Platzangebot. Was wir aber bisher noch nicht besprochen haben, ist eigentlich der Kern, die Spindel selbst. Gibt es da auch Neuerungen, ich sag mal, vom Alten zum Neuen? Ja, also du scheinst ein Kunde zu sein, ein ZE-Kunde. Ja, es gibt Neuerungen. Wir haben hier als Unterschied zur ZE eine direktgetriebene Schleifspindel. Generell haben wir auch im Bereich der Abrichtspindel ebenfalls einen Direktantrieb jetzt verbaut, als Werkzeugantrieb. Die Schleifspindel, wenn ich darauf jetzt gleich nochmal zu sprechen komme, die ist super flexibel geworden. Im Vergleich zur ZE haben wir dort Drehmoment von bis zu 64 Newtonmeter möglich, eine Maximaldrehzahl von 9.500 Umdrehungen. Also das heißt, in den diversen Durchmesserbereichen können wir ausreichend Drehzahl zur Verfügung stellen, um die Schnittgeschwindigkeit dann auch sicherzustellen, um optimale Ergebnisse am Bauteil auch zu erzeugen. Und insgesamt haben wir durch den Direktantrieb auch nochmal die Störkanten deutlich reduzieren können am gesamten Schleifkopf. Das ist generell so ein Punkt, dass dieser Schleifkopf insgesamt, wenn man ihn jetzt 1:1 vergleichen würde zu ZE, viel aufgeräumter ist. Herr Schneider hat es ja schon ausgeführt, dieser ganze cleane Arbeitsraum. Ja, ein wichtiges weiteres Merkmal der neuen Maschinenbaureihe im Vergleich zur ZE ist doch tatsächlich auch die Möglichkeit jetzt mit dieser neuen Maschine, mit der 5P Expert, auch Bauteile 5-Achs interpoliert zu schleifen. Das können wir mit der ZE nicht und das wird jetzt mit der neuen Baureihe eben auch ebenfalls möglich sein. Die Funktionalitäten wie beispielsweise das Innenschleifen, das Hirtschleifen, die Integration von Lünetten am Reitstock, alles in diese zu Beginn zur Entwicklung zugrunde zu legen und gleich mit zu integrieren in die Maschinenentwicklung, sodass wir jetzt hier nicht nur nachträglich irgendwo Funktionen reinentwickeln müssen. Das Maschinenkonzept, so wie wir es heute hier sehen, ist sofort fit, um später auch diese Option, die ich gerade ausgeführt habe, dann auch zu integrieren. Ich glaube, das ist eine runde Sache. Es ist hier konsequent weiterentwickelt worden. Wir haben über vieles gesprochen, Ergonomie, Arbeitsraumgröße. Eine Frage stellt sich mir dann noch, wenn ich natürlich an diesen Features arbeite, dass ich ja den Arbeitsraum erweitere und so weiter, bedeutet das automatisch, dass die auch mehr Platz bedarf, die neue Maschine? Also das würde man erwarten, wenn man das jetzt alles so auf sich wirken lässt, was wir gerade so vorgestellt haben jetzt hier. Ja. Ist tatsächlich gelungen, den Platzbedarf identisch zu halten. Wir reden hier von 21 Quadratmetern, was die ZE 400 beispielsweise an Platzbedarf in der Kundenhalle in Anspruch nimmt.
Und diesen Flächenbedarf haben wir hier ebenfalls jetzt als Ziel. Ich bin da als Ziel halten können. Ich bin da super froh und super dankbar, dass uns das so gelungen ist, weil das ist ja ist wie so ein Paradoxum. Überall packt man eine Schippe drauf ja. und am Ende nimmt es trotzdem nicht mehr Platz in Anspruch. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Merkmal, bin ich der Meinung. Ja, ich finde, das ist eine richtig, richtig runde Sache geworden und dann haben wir ja gerade zum Schluss noch gehabt, der Platz wurde eingehalten. Herr Schimmel, Herr Schneider, ich danke für Ihre Zeit, ne, dass Sie sich die genommen haben, uns einen kurzen Abriss in Ihre Highlights auf der EMO 2025 zu geben. Das war's von der EMO 2025 am Stand von Cup Niles. Ihr lasst weiter Spinne fliegen. Bis bald.